Hallo, mein Name ist Anastasia Zamponidis und ich lebe seit fast 13 Jahren industriezuckerfrei. Wie das funktioniert und wie schön das ist, das erkläre ich euch heute. Wenn man zuckerfrei leben möchte, muss man schon ein bisschen anfangen zu organisieren, vor allem am Anfang. Ich wusste, dass ich süchtig bin und ich wusste auch, dass ich mich nicht gut fühle. Ich war oft unterzuckert, fahrig, zittrige Knie, schlecht gelaunt und ich brauchte halt einen Kick, weil mir die Energie fehlte und den holte ich mir jeden Tag durch Zucker. Erstens mal purzelten die Pfunde. Ich habe 2 Kleidergrößen verloren. Die Haut wurde auch reiner. Ja? Also ihr könnt gerne mal etwas näher rankommen. Ja, alles ohne Pickel. Dann schlafe ich besser. Man fühlt sich generell fitter. Der Zahnarzt bohrt nicht mehr. Ja? Ich war seit 10 Jahren nicht mehr erkältet. Ach ja, richtig. Bikini-Saison fängt ja auch bald an, oder? Die Zellulite stand einfach auf und sagte, tschüss Anastasia. War schön, aber ich gehe jetzt. Hatte ich nichts dagegen. Man muss den ganzen Kühlschrank und den Küchenschrank durchgehen und ausmisten. Alle verzuckerten Nahrungsmittel verschenken und austauschen durch zuckerarme oder vielleicht auch mal Senf und Ketchup selber machen. Meal Prep machen, das heißt Gemüse vorkochen, Hülsenfrüchte, Getreide. Dann kann man zuckerfreien Kuchen machen. Die Rezepte habe ich ja alle veröffentlicht. Energy Balls, Müsliriegel. Meal Prep ist das Zauberwort. Obst und Fructose ist okay im natürlichen Kontext. Also ein Apfel ist ein Zauberwerk des lieben Gottes, ja. Das ist perfekt für uns. Getreide finde ich toll. Nur darauf achten, dass man zuckerfreies Brot kauft. Gibt es beim Biobäcker. Und es gibt ein ganz tolles Rezept. Walnussbrot und Dinkelbrot. In meinem Kochbuch. Probiert's aus. So lecker. Und ich als Griechin weiß, dass Essen das Schönste auf der Welt ist. Und deswegen haltet 3 Wochen durch und dann wird das Leben von Tag zu Tag schöner.